Hey Leute, ich habe einen ziemlich heftigen Bug gefunden, was die Parfümflaschen angeht. Und wenn man hier die Kriegsasche goldener Schwur von der Waffe hat. Und zwar, ich mache jetzt hier einen L2-Angriff und man sieht, dass ich ziemlich viel Schaden mache. Und jetzt benutze ich mal den goldenen Schwur, um mich zu buffen. Und jetzt mache ich wieder L2-Angriff und es macht kein Damage. Also wenn ich normalerweise ganz normal die Angriffe mache, die funktionieren. Aber der L2-Angriff, also das Talent quasi, funktioniert nicht mit goldener Schuhe. Ich denke zumindest mal, dass das ein Bug ist. Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Sinn hat. Hier bin ich, hallo. Guck, das funktioniert, also ein starker aufgeladener Angriff geht auch. Wahrscheinlich ist jetzt der Buff ausgelaufen. Ne, also goldener Schwur ist noch aktiv, deswegen hat es eben kein Damage gemacht. Die Kriegsasche, also der L2-Angriff. Aber jetzt ist der Buff ausgelaufen. Und jetzt mache ich wieder den L2-Angriff. Und es macht Schaden. Also, wenn ihr die Parfümflaschen benutzt und wollt das Talent benutzen, zum Beispiel wie hier rollende Funken, dann nutzt vorher keinen goldenen Schwur, denn dann ja, macht man kein Damage. Weiß nicht, wie gesagt, ob das ein Bug ist. Aber ich habe es eben mal herausgefunden, weil ich habe gemerkt, meine Parfümflaschen machen irgendwie keinen Schaden mehr, wenn ich das Talent benutze. Ich habe noch einen anderen Durchlauf gehabt, wo ich nicht die Kriegsasche goldener Schwur hatte, sondern wirklich auch die Anrufung. Und damit hat auch alles wunderbar funktioniert. Aber wenn man, wie gesagt, goldenen Schwur als Kriegsasche benutzt, dann geht die Parfümflasche nicht. Zumindest halt der L2-Angriff. Also verbreitet gerne die Info und ja. Ich hoffe, das konnte euch helfen. Trotzdem euch natürlich weiterhin viel Spaß im DLC.